Und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir spielen heute wieder Arma, heute mit der neuen Hardware, das heißt alles in schick und frisch. Deswegen sehen wir auch hier irgendwelche Dinge an der Wand. Ich stelle auch gleich die anderen dazu, damit ihr sie jetzt hört. Diese Patrouille wird währenddessen noch ein kleiner Konvoi bzw. eine Lieferung an Ressourcen mit eingebaut. Ihr erstes Ziel ist die FOB Nausat. Dort werden Sie sich erstmal ankommen und einmal mit dem Herrn Thompson reden. Das ist der leitende Offizier dort. Von dort aus nehmen Sie dann einen Munitions-LKW mit. Mit diesem fahren Sie dann die Route weiter Richtung Norden zur FOB OB. Den LKW legen Sie dann da oben ab, sprechen kurz mit dem Herrn William, schnappen sich dann dort einen Reparatur-LKW, fahren dann weiter. Dann haben Sie noch einen Endzielpunkt, der zwar nicht am Ende ist, aber da ist das Ende. Genau der. Dort liefern Sie dann den Reparatur-LKW ab. Sprechen das kurz einmal mit dem Herrn Wilson ab, fahren von dort an dann ihre normale Patrouille weiter Richtung Süden. Es gibt mehrere gut markierte Stellen. Als erstes bei der FOB Nausat. In den letzten Wochen und Monaten stand diese Basis fast täglich unter Beschuss. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie dort ankommen, ein Schussgefecht ist oder da noch eins entsteht, sehr hoch. Seien Sie darauf gefasst. Haben Sie im Westen vermutet Feindlager, das sollen Sie aufklären. Dort vorbeikommen, einfach einmal die Gebäude durchgucken, wird vermutet, dass dort Feinde sind, vermutlich Infanterie, Fahrzeuge unbekannt. Diese aufklären und vernichten. Dann können Sie Ihre Patrouille weiterfahren. Dann kommen Sie in die Stadt Kalanda oder wie auch immer das heißt. Da fahren Sie einfach durch, gucken sich das an, nicht, dass da irgendwas Besonderes los ist, ob da alles in Ordnung ist. Dasselbe tun Sie mit der zweiten Stadt, Gorkan. Dann können Sie die Patrouille ganz entspannt weiter nach Norden durchführen. Dann haben Sie dort einmal ein mögliches Feindlager. Da können Sie dann, je nachdem, wie Ihre Verfassung ist, dann selbst entscheiden, ob Sie da noch reingehen wollen oder nicht. Das wäre es soweit. Fragen? Ist mit IEDs und Sprengfallen auf der Route zu rechnen? Genau, es ist Gefahr auf IEDs besteht. Es sind auch Zivilisten in den Städten in der Regel vorhanden. Sollten keine da sein, könnte das ein Zeichen sein, dass da etwas faul ist. Im Prinzip geht ansonsten den Anweisungen, die an den Markierungen stehen, die sollen sie dann durchführen. Alles klar. Von mir keine Fragen. Keine weiteren Fragen. Zivile Bevölkerung anwesend, Positiv. abwesend, also Die ist anwesend. anwesend. Wie waren nochmal die Kontaktpersonen bei den FOBs? William und Schreiben Sie das Wilson. einfach mit dran. Also Nausat ist Thompson. Nausat ist der Herr Thompson. OB ist der Herr William. Und an dem Endpunkt, das ist der Herr Wilson. Wir sollten eigentlich auch erkennbar sein. Wir fahren uns durch. Fahrzeuge haben wir. Hinter Ihnen stehen drei M-ATVs, zwei mit HMG, eins ohne. Das sollte Ihnen, glaube ich, reichen. Ansonsten müsste ich noch was weiteres besorgen. Müssen bedenken, dass Sie nachher noch zwei, drei Mann auf die LKWs aufteilen müssen. Unterstützung. Luftunterstützung, soweit negativ. Wir haben einfach, wir haben eine Eventuell Mission könnten wir noch die vorbereitet benötigen. und da ist Luftaufklärung, unser Patrouille, Zeus, Querwähler erzählt uns gerade die und uns Mission. besorgen. An die Stasi hätten wir auch mal wieder Bock. Aber ja, gerade nicht. Ich freue mich halt schon urs auf die Contact-Kampagne. Die startet, Oh, glaube ich, Freiwillige für den Hut. am 26. oder am 27. Ich rede jetzt nicht von dem Hut von Harry Potter, sondern. Ja, ich Schade. weiß, von welchem Am Hut. 26. Genau, am 26. machen wir eine Contact-Kampagne. Ist egal. Und das wird ziemlich cool. Ich wollte Da haben schon wir Hut irgendwie. absetzen heute, aber ich
So irgendwas mit 4 bis 6 Missionen, wo wir dann den ersten Kontakt haben. Kontakt ist ein neuer DLC, der am 25. rauskommt. Oder am 24. Und am 26. machen wir direkt eine Mission dazu. Tor kommt ja auch noch. Ja, stimmt, der kommt ja auch noch. Dann sind alle Fahrzeuge voll. Ja, dann machen wir 3. Dann machen wir 3, 4er. Und dann müssen wir da halt zwischendrin mal abstellen. Jetzt muss ich voll aufpassen. Wenn es was gibt, ergreife ich mich auf der 80. Viel Erfolg. So, wie sieht's aus mit Sanitätern? Fangen wir mal damit an. Ich glaube, es ist nämlich umgesetzt. Also, das heißt, ihr drei macht das, oder wie? So. Ja. Dass keiner laut hier schreit. Sunny ist mal zum Red Screen. Ja, 2, also. Einen brauchen wir noch. Also, Mikrofon activated. Eugene, du kannst das auch, oder? Ich habe halt auch keine Ausbildung. Ich habe zwar die Ausbildung nicht, aber ich weiß, wie es geht. Ja. Naja. Ja. Bleibt uns heute wohl nichts anderes übrig. Also, ich weiß wirklich, wie es geht. Ui, ja, dann nehme ich Smoker zu mir. Dann nehme ich Aaron. Dann kann er was dagegen hat. Mich nimmt den anderen. Ja, ich kann den Namen nicht lesen. Ich Swagger. Swagger. Ich habe mich nicht gemeldet, nein. Hä? Aber warum stehst du am Red Screen? Oh, verdammt, Junge! Ich sag's nochmal, ja. Ich bin wirklich als Medic wirklich nicht qualifiziert. Sonst würde ich das jetzt machen. Ich bin auch nicht, ich kann nähen, ich kann Leuten Blut geben, das war's auch. Ich hab 2 linke Hände. Ja, also, ich freue mich, ich hab viel zu tun. Ja, ich. Also, okay, wir haben schon vertreten, dann sag ich. Ja, so, willst sonst jemand anders machen? Für meinen Trupp den eigenen Sunny. Ja, sonst wären wir zu dritt unterwegs. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass 2 Sunnys ausfallen, ist sehr unwahrscheinlich. Machen wir halt 2 Sunnys. Also kriegen wir schon alles hin. Ich glaube, wir kriegen das hin. So, ja, wenn wir dann noch einen Hilfs-Sunny haben, dann passt das schon. Kriegen wir hin. Ich mach den Hilfs-Sunny dann. Ich denke, das ist schaffen. Ja, das... Ja, dann teil ich mal auf, wir sehen noch. Was hat denn das mit Wollen zu tun? Wir müssen halt, die 3 müssen halt jetzt irgendwo unter. Ne? Ja. Kevin zu mir. Ja, dann Van Helsing zu mir. Mikrofon muted. Ich hab's mal ausgeschaltet. Ja. Mikrofon activated. Ja, dann Malcolm zu mir. Ich halte mir den Platz dann noch für Marcel Winter frei. Dann nehme ich noch den Swagger zu mir. Und dann nehme ich Freud. Eugene, du bist bei Migi. Na gut. Ja gut, dass hier keiner wegrennt, also Michis Team macht sich blau. So. Ja. So, wir machen gelb. Rot. Wenn ich dich angucke, dann bin ich schon automatisch blau. Wir sind bravo. Sehr schön. Van Helsing, hast du gehört? Wir chillen uns dann auf 160. Funkfrequenz ist 160. Da ist noch Papier. Welche Frequenz haben wir? Das ist dann gehen wir mal weg. Ja. Nummerierung. Hab einen, alles gut. Und meine Tastatur sind noch 4. Ja, und ich bin Medic. Ja, ich bin Medic. Was denn sonst? Okay, Kevin, Lust auf AT? Eugene. Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Trauen Sie sich das zu? Ehrliche Antwort? Ja. Nein. Gut, dann dem DMR-Schütze, trauen Sie sich dies zu? Oh. Kann man mal, kann man machen. Gut, dann dem DMR. Gerhun, Ihre Spezialausbildungen sind? Teamlead, bisher sonst keine. Also sind sie im Endeffekt ganz normaler Wifelman. Yes. Yes, Sir. Gut. Auf jeden Fall ein bisschen Medic-Stuff mitnehmen und so. Vega, Ihre Spezialausbildungen sind? Mikrofon muted. Wird heute spannend. Mikrofon activated. Scharfschütze. Gut. Ja. Also auch ganz normale Schütze, ja. Hast du einen AT dabei?
Negativ. Kevin traut sich das leider nicht zu. Gut, So, dann schmeißen wir mal. Van Helsing, kriegst du was mit einer AT? Hier noch mehr Medic-Krempel rein. Ich habe auch noch ein bisschen Medic-Zeug dabei. Kamu? HR1. User left User joined your channel. Microphone muted. Ursprünglich hatte ich ja diese scheiß Alerts abgeschaltet, damit man das nicht mehr hört. Dieses Joined, nicht unjoined, weil das ist ja total unnötig. Und total zum Kotzen. Gut, dann. Mach hier mal. Ich hab sogar ein richtiges Medikit. Ja, dann ist er gut. Ach, das habe ich von Hans mal gekriegt. Stimmt, da war ja was. Ich schmeiß mal ganz viel Zeug weg, weil ich nicht brauche. Weil ich will das nicht hören. Microphone activated. Microphone muted. Den mittleren. Oder den bewaffneten, so ist der aus. Ja, ich hab. Ja, was bist denn du? Bravo, ne? Ja, ich bin Bravo. Auf was chillt ihr? Auf 160. 140 Zug. Oder beziehungsweise auch Konvoi. Ja, ja. Michi? Alpha, Bravo, Charlie, was bist du? Charlie, okay, Funke. 170 dann, oder? So wie immer. Okay. 170, ja, 140 haben wir noch von Zug und den Konvoi. Guck mal, check mal durch. Elastische Bandage. Dann bin ich noch 150, 140. Ja. Na gut, kann wohl nicht ändern. Ja. Okay, also dann. Meine Jungs, ja. Funke, habt ihr ja schon gehört, ne? 170 bei uns Short. 140 für Zugfunk. Ja, ist okay. Welches für Short? 170 und 140. 170 komplett Charlie und 140 kompletter Zug. Okay, dann 1 muss ich ja nicht sagen. 2 ist Gerhun. Ja. Und eine Haie. 3 ist Kevin. Und 4 ist Zwegger. Bitte auch eure Charlie Patches abholen. Ich bin abgehoben. Ja, mach voll. Das heißt 5 Liter. Was meinst ihr? Reicht 5 Liter Blut? Auf jeden Fall, so viel brauchst du nicht. Also einfach nur so ein bisschen, halt ein bisschen was da hast. Ich hab auch noch drei dabei. Alles gut. Komm, check 80. Check. Welcher Druck? Alpha, Bravo, Charlie. Alpha. Ich bin am überlegen, tatsächlich. So. Und. War alle. Check 170. Check. Check 140. Als Medic 170 check. Charlie One meldet sich auf 80 Long an. Bravo, check. Ja, ja, 170 check. Oh ja, so richtig deprimierend. Ich habe gerade gehört, Gerhun möchte fahren bei uns. Ich mag fahren. Ja. Du möchtest fahren? Oder ich fahre. Schießen? Ich okay. Fahre. Dann gehe ich an die Gun und ja, die haben einen sind halt Beifahrer. Mal gucken, ob wir überhaupt ein Fahrzeug mit Gun haben. Microphone muted. Und wir haben freie Wahl. Alles, was NATO-Waffen sind, ist legitim. Ganz links. Okay, ganz links gehört uns, könnt ihr schon mal aufsitzen. Und dann By the way, falls du Interesse hast mitzumachen, kannst du auch gerne mitmachen. Kann das Slot einmal dich nur freilassen. Vielen Dank. Müssen einmal nur vorsprechen quasi, damit man weiß, wer du bist, damit die Leute wissen, ob sie mit dir klarkommen und schon mal wissen, wie du, also wie viel du über Arma schon weißt. Sind ihr alle die Eulen?
Ohrstöpsel sind schon drin. Dings, wo schalte ich nochmal um, dass ich erst Doppel-Alt drücken muss, wenn ich ins Fahrzeug gehe? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Irgendeine Taste war das. Ah, das hier. Stream-friendly UI. Was ist denn stream-friendly UI? Ja, gleich wieder hier auch gerade. Ah, sehr gut. Ah ja, okay. Bin ich dran vorbei? Ja, ich gehe noch da. Und hier passt aber viel rein. Und Fahrzeug okay? Ja, stimmt, warte mal, ich könnte aus First Person. Ja, hier sieht man was. Hier sieht man was. Besser als im Panzer. Na dann. Dann ist ja alles gut. Ich habe sogar eine Rückfahrkamera. Okay, ich habe auch kein Fenster rückwärts, von daher ist das schon wichtig. Ah, ja. Moin. 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 Bitte vergiss nicht, eure Ohrstöpsel reinzumachen. Schon drin. Sind schon drin. Schöne Sache. Ach ja, wer ist denn eigentlich Stealth? Derjenige, der rechts auf dem Beifahrer sitzt. Wer sitzt da gerade? Zwegger. Ja. Gut, Zwegger, wenn wir den Konvoi verlieren, navigierst du den Fahrer zur nächsten FOB. Bringen Sie das hin? Mit Sicherheit, ne? Ach ja, ja, ja. Das soll immer den Fall nach. Ich glaube, das war die einfachste Antwort überhaupt, immer den Fall nach. Wer war eigentlich nochmal ne, die 1 gerade? 1 ist Lasen. Ja. Ja. Smogger, du bist degradiert worden. Kein Problem. Oha. Ja, du bist dann, Also, Oh nee. Fahrzeug 3 auch. Also Lasen fährt vor, dann kommt Texlöt und dann kommen wir erst mit dem Schlusslicht. Achso, warte mal, hast du gerade gesagt, Ains ist Lasen? Was, der Motor ist die ganze Zeit schon an? Ich höre ihn gar nicht. Ja, jetzt ist er an. Warte mal, ich glaube, ich habe vorhin übertrieben, als ich Lautstärke runtergedreht habe. Wartmusch bereit? Kurz noch. Fahrzeug 3, Abmarsch bereit. Fahrzeug 3 rollt. Stimmt, ich habe wieder vergessen, was die Temposperre war. Passiert. Falls es jemand kurz rausfinden könnte, wäre das total super. Dann kann ich es mit dem Konvoi fahren noch einfacher. Boah, ich verstehe gar nicht. Mich? Stell dich mal laut, bitte. Besser? Also ich höre dich wunderbar hier hinten. User left your channel. Naja, du kannst es überlegen, freitags, samstags sind Missionen,
Da kann man immer regelmäßig mitmachen. Man muss auch nicht immer dabei sein. Das ist natürlich cool, wenn man immer dabei ist. Oh ja. Mikrofon aktiviert. Was eine Staubwolke. Ich sehe halt echt kaum die Straße. So viel zu, man sieht Bär. Wärmesignaturen voraus. Fahrzeug 3 meldet mehrere Zivilisten voraus. Der Parken, das parkende Fahrzeug, ey. Mikrofon Atmosphäre muted. Ist echt gut gemacht, ey. Gaeun, hörst du Mikrofon sowas alles? Activated. Was? Leisen spricht auf 140? Ne, 140 höre ich nicht. Okay, da kommen aber wichtige Infos, ne? Ja, ich kann es also. Das leider nicht einstellen. Also ich kann auf 140 komplett wechseln, ich kann es nämlich nicht als zusätzlicher Kanal jetzt gerade einstellen. Okay, dann bleib erstmal auf der 140 am besten, dass du es einstellen kannst. Okay, bin auf die 140. Jo. Ja, Fahrzeug 2 mit Ant, falls wir angesprengt werden, dann wird die Kette gestoßen. Was für Ansprengen? Ja, falls wir IDs abkriegen. Fahrzeug voraus. Ja, positiv. Wenn wir die aber vorher sehen, werden wir die Dinger entschärfen, nicht dass da eine nachrückende Patrouille reinfährt. Wir haben das Zeug dementsprechend dabei. Fahrzeug 2 verschwunden. Okay, warte. Wenn die angesprengt werden, durchbrechen oder wie war das? So hab ich's einfach verstanden. Werden wir auch machen. Boy, dieser scheiß Sandstaub, man sieht nichts. Schrecklich. Wir können es mal ein bisschen regnen. Wenn die in der Region vermutlich auch ziemlich glücklich. Ja, ich glaube, die Nummer 2 hat nämlich auch dasselbe Problem, dass sie nichts sieht, weil sie fährt genauso schlecht auf der Straße wie ich. Ja, merke ich. Die 1 kriegt's noch hin. Keiner sagt Fahrzeug linksseitig. Ist ein Fahrzeug linksseitig? Habt ihr den kleinen Bus auf eurer Linken mitbekommen? Komm. Negativ. Okay. Ihr Fahrzeug 2 ebenfalls negativ. Fahrzeug 1 versucht die Straße auf möglichen IDs im Auge zu behalten. Fahrzeug 2 verschieden. Mikrofon muted. Ne, so den Jeep, den hört man schon. Ich weiß nicht, wenn du ihn nicht hörst, dann müsste ich da echt noch was lautstellen. Aber ja. Das Problem ist halt, Teamspeak ist so leise. Im Vergleich. Mikrofon activated. Sollen wir eigentlich den Abstand mal vergrößern? In der Stadt vor uns mehrere Zivilkontakte sowie Fahrzeuge. Positiv, Müllhaufen, rechte Seite, wir umfahren links. Sollen wir eigentlich mal den Abstand vergrößern? Ah, besser ist es. Fahrzeug 1 links ab. Verstanden, Fahrzeug 2. Nutzberger, du darfst jetzt auch funken. Fahrzeug 3 links ab, kompletter Konvoi links ab. Check, so verstanden. Mikrofon muted. Ich kann jetzt leider sehr schlecht dann auf halt den nichts, Berger. Chat Schikane achten. Rechts, belegt, was? Berger, bist du bei der Sache oder am Schlafen? Was am Schlafen? Moment, ich muss mal kurz was bezüglich meines Audios erlegen. Ich verstehe euch kaum. Achso. So. Und hallo Schnamon, schön, dass du da bist. Wie geht's denn? Weil machen wir ein bisschen A3. Ich bin gerade am Fahren, deswegen ist es schwierig mit auf den Chat achten. Weil immer wieder solche Sachen passieren.
Ich liebe Wärmebildkamera. Zock 1 rechts ab. Zivilisten in der Stadt. Bin ich dran vorbei? Ah nein, hier. 3 rechts ab, Konvoi rechts ab. Es ist so gut hier, überall Zivilisten. Sobald wir aus der Stadt draußen sind, halten wir mal kurz für die Nachzügler an. Oh, so, ich verstehe was. Mehrere Zivilkontakte zu unserer linken Seite. So, was wolltest du jetzt eben von mir, Michi? Nee, du solltest eigentlich Fahrzeug 1 funken, aber alles gut. Okay. Fahrzeug 3 links ab, Konvoi links ab. Fahrzeug 1 links ab. Fahrzeug 3 links ab, Konvoi links ab. Fahrzeug 1 erreicht jetzt Basis. Mikrofon muted. Mach das, mach das. Ach ja, das war ja ein schöner Ausflug. Mikrofon aktiviert. Ja. Ja. Ich glaube, die ganzen Pollenfilter können wir eigentlich nicht wegschmeißen. Mal die Parkposition. Pack die Fahrzeuge ab. Ah, zwei verstanden. So. So, warte, wir tauschen wir jetzt ein Fahrzeug oder wie ist das? Nee, Fahrzeug parken. Nee, weil wir sollen doch hier einen LKW mitnehmen, deswegen. Ja, ja. Danach nehmen wir einen Munitionswagen mit. Die liefern wir dann irgendwo ab. Aber erstmal parken. Oh, das wird spaßig. Rückwärts einparken. Kannst du das nicht? Ja, das Ding ist, du hast halt hier nicht so viel Übersicht. Ja, musst du mit dem Panzer auch hinkriegen. Ja, kriege ich auch hin. Da habe ich aber auch nur ein bisschen umgebraucht. Ja, das sagen sie alle. Nee, habe ich auch wunderbar hingekommen. Kannst ja die Aufnahme der letzten Helmkamera anschauen. So, absitzen? Ja, ich sag nix. Nee, sitzen bleiben. Ich geh mir das mal kurz anhören. Ja. Am Anfang der Panzermission war es ja echt noch schwierig. Am Ende easy. Du kannst aber jetzt mal deine Funke einstellen und danach dürft ihr auch erstmal absitzen. Jo. Erstmal absitzen, okay. Aha, der Fahrer darf sitzen bleiben. So. Okay, warte mal. Okay. 170 Check. Kopf. Kann mal kurz jemand auf 140 Check machen? Check. Merci. Gut, damit haben wir jetzt festgestellt, dass wir auf beidem hören. Und genau. Können jetzt mal absitzen. Ja, dann werden wir da definitiv mal die Augen aufhalten. Alles klar. Mikrofon muted. Wie geht's den Schnabbern? Hier sind eine Nebelschlussleuchte, wäre halt dort vorher in dem Nebel halt echt gut gewesen, ne? Mikrofon activated. Sollen wir das schon wieder aufsetzen? Jetzt ist die Frage, wer nimmt den LKW? Also ich fahr freiwillig. Du wärst freiwillig, dann mach ich das. Als Teamlead. Da kann bei mir nämlich jemand anders schießen. Ja, warte, sollte wirklich der Teamlead fahren? Warum nicht? Ich nehme mir dann noch Alter mit dazu als Schützen oder er fährt ja, und ich beschütze ihn. Wir sind auch zwei verschiedene Teams.
Nein, mach, bleib bei meinen Kuschelbrüdern. Bravo ist aber unterbesetzt. Also, ist ja kein Problem, wir sind nur drei. Ja, gut, aber der eine von uns ist ein Sunny. So, Sunny entweder fahren oder schießen, das ist ein Mist. Ja, nee, das ist Mist. Das ist hoch, hoch wie breit. Ja. Charlie fährt auch der, der Medic. Ich kann mit dem Mission. Vielen Dank. Okay. Ja. So. Microphone muted. Vielen Dank für dein Start. Kevin, dann machst du für unser Fahrzeug, trennst du mal den Schützen. Microphone activated. Wo tun wir den Kollegen dann in der Marschordnung hin? Der fährt hinter dem Unbewaffneten. Also drittes Fahrzeug. Okay. Drittes Fahrzeug, ja genau. Ja, wir bleiben, wir sind dann weiter ins zweites Fahrzeug. Ja genau, ihr seid zweites Fahrzeug. Gut. Falls wir halten, macht das hintere einen Roadblock. 6 IEDs, aber das ist ja klar. Also Charlie macht dann praktisch einen Roadblock. Microphone muted. Trotzdem Support ist Support. Und du hättest ihn irgendwie einem anders geben können, aber du hast ihn mir gegeben und dafür danke. Was machen wir, wenn wir im urbanen Gelände stehen? Bleiben wir einfach stehen oder beschuppen wir? Ja, wenn das Ding eh schon explodiert ist, dann ist das Kind eh schon im Brunnen gefallen, dann brechen wir das Brunnen, dann brechen wir durch. Bei einem müssten die Hunter ja locker aushalten. Ja, stumpf. Die sind normalerweise sprenggeschützt. Audiokontakt. Der LKW fährt dann zwischen 2 und 3? Ja, genau, der LKW fährt zwischen 2 und 3. Okay, wie steht denn der? Der steht da vorne, wo die anderen zwei MATVs stehen. Okay. Steht hinter dem dritten Zelt der Munitionstruck. Ich mach's mir da schon unmöglich. Ja. Mikrofon aktiviert. Beschuss? Ja, ja, schau mal. Kannst du ein paar kühlen? Ich finde schön, wie alle gechillt waren, als da irgendwo ja angefangen hat rumzuschießen. fehlen bei uns nicht zwei Leute? Oder sitzen die jetzt alle bei dem LKW? Hocken beim LKW. Bei dem LKW? Okay. Ja. Das heißt, du bist jetzt einfach Schütze? Ich bin Schütze. Gut. Rauchfahne aus 300. Positiv Rauchfahne auf 300. Wo ist denn der LKW? Hast du rechts? Schützen in unmittelbarer Nähe. Lass du den, lass den LKW zwischen. Ja, die schießen von der Rauchfahne aus. Ist es so sinnvoll, dass wir jetzt rausfahren? Keine Ahnung. Okay. Hey ho, let's go. Wie sieht's denn bei euch aus? Ist der Rest sonst abfahrtbereit? So abfahrtsbereit. LKW bereit. Wir ist abfahrtbereit. Check. Und? Was sehen deine Elfenaugen? Eine dicke, große Rauchfahne. Unten soll von unserem Soldaten wo gechillt. Ja, stimmt, der chillt da. Fahrzeug 1 fährt. Ich bin noch gespannt, wie schusssicher das Glas ist. So, verstanden. LKW fährt. 4 fährt, Kolonne fährt. Der LKW wackelt ganz schön. Fahrzeug 1 biegt rechts ab. Nein, fast wackelt er. Fahrzeug 4 fährt rechts ab. Bei Rauchfahne wurden mindestens noch ein Schütze gesichtet und das Fahrzeug ist wohl ein Gas, was da raucht, was wohl auf irgendwas aufgefahren ist. Verstanden, ein Schütze bei Rauchfahne, Rauchfahne, Gerze. Zu
Zuhören nochmal. Also die Stadt, in die wir jetzt gleich einfahren werden, bei der großen Moschee, ist in letzter Zeit immer weniger Zivilisten gesichtet worden und auch mehr Fahrzeuge. Das heißt, wir fahren damit übelster Vorsicht durch. Ja, verstanden. Stadt nur mit äußerster Vorsicht passieren. Wenig Zivilisten, mehr alleinstehende Fahrzeuge. Hohe Vorsicht ist geboten. LKW so mit, ihr macht ja nur Bumm, ich mach Bumm Bumm. Wir reduzieren auf 20. Standgeschwindigkeit auf 20. Kann mir einer sagen, wie ich nochmal. Wo nochmal der Hebel für die Dings ist? Oh yeah. Das war eine Mine. LKW, zur Info, LKW vorne vor uns hat gerade eine ID ausgelöst. Wow. Ja, Antrag durchstoßen. Durchstoßen ist. Passend. Vorschlag anderer Weg. Ja, positiv, wir fahren weiter. Hast du mitbekommen auf 140? Ja, ja. Wir stoßen durch. Das wird was geben. Ich frag mich nicht, warum wir nicht einfach einen Umweg fahren. Keine Ahnung. Und ja, der ist da sehr ungeschickt. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Ah ja, Yoshi, könntest du mal kurz nachschauen, wie ich eine Richtgeschwindigkeit im Fahrzeug einstelle? Ich weiß es gerade nämlich nicht mehr. Oh, wir stehen hier so im Präsentierteller. Mikrofon aktiviert. Perfekt auf dem Präsentierteller. Aha. Fahrzeug 1, wo ist das Problem? Wir haben hier vor uns einen Sprinter. Wenn der voll mit Sprengstoff ist, haben wir ein Riesenproblem. Wir checken den jetzt erstmal. 2 verstanden. Gegenvorschlag, einfach umfahren. Sicherungsdruck mit Crow-System. Mach mal Roadblock. Roadblock. Wer die Straße stellt. Fahrzeug 4 stellt man einen Roadblock. Check. So. So, okay? Ja, kann ich Motor ausmachen. Ich will nicht wissen, was hier vor uns ist. Da. Nee, Motor mach ich nicht aus. Das nähert sich ein Hambi von uns. Von hinten oder von vorne? Von hinten. Ja, check. Das wird wahrscheinlich die medizinische Hilfe sein, die angefordert wurde für den LKW-Fahrer, wenn da noch was zu tun ist. Okay, check. Sprinter ist safe, wir setzen auf und setzen Fahrt mit 20 km/h fort. Ja, verstanden. Fahrzeug ist safe, wir setzen die Fahrt fort. Mikrofon muted. Vielen Dank. Vor uns weiterer LKW voraus, unbemannt. Standen, Fahrzeug voraus. Oben. Audio-Explosion. Linksseitig. Positiv, Rauch vorne. Wird wohl irgendwas auf eine ID aufgefahren sein. Mama, ich will nach Hause. Ja, ich bin auch nicht so glücklich. Du willst auch nach Hause, richtig? Ja, wir fahren ja nach Hause. Wir müssen nur einen Umweg fahren. Mikrofon. Aber insgesamt finde ich die Mission schon sehr gut gemacht. Also so richtig, richtig, richtig gut. So paranoia-technisch habe ich jetzt auch schon so ein bisschen. Außerorts erhöhen wir dann die Geschwindigkeit auf 60. Standen, Außerortsgeschwindigkeit auf 60.
Ja, das war ziemlich cool. Was? Hast du was gesagt, Berun? Ich glaube nein. Mikrofon muted. Ja, ich glaube, da habe ich auch schon wirklich was gesagt. Aber halt in-game auszusehen, statt nur für euch. Es ist so bad, ey, ich sehe gar nichts. Bitte was? Hör auf. Weißt du, wie dumm ich gerade geguckt habe? Als plötzlich die Straße nicht mehr da war und auch der Stau plötzlich aufgehört hat. Den Gesichtsausdruck will ich gern sehen. Fahrzeug einrichten. Fahrzeug 4 rechts ab. Ja, plötzlich stand ich halt vor irgendeiner dummen Mauer oder so und war kein schemenhafter LKW mehr im Staub. Können wir nicht irgendwie so eine Lebensschlussleuchte anmachen? Dammich, ey. Fahrzeug 1 links ab. Fahrzeug 4 links ab, Kolonne links ab. Mal, kann man hier Licht anmachen? Mal die Knöpfe drücken. Also der Staub hier ist ja echt zum Kotzen. Können wir mal Licht anmachen für alle Fahrzeuge? Warum? Besser sehen, wo das vorige Fahrzeug ist. Ja, parkt hier mal wieder kurz. Ihr könnt da mal kurz absitzen. Wenn ihr mal kurz pinkeln müsst, geht pinkeln. Pinkelbrauch, ja. Ist da gerade? Hat da jemand gerade das Tor hier eingerissen? Nein, nein. Fahrt fort zu den anderen. Ich habe noch nie jemanden umgefahren, also nicht in dem Fahrzeug. Im Panzer habe ich schon mal jemanden umgefahren. Das habe ich gesehen. Aber hier in dem Fahrzeug hat man echt Übersicht, da fahre ich nicht so schnell jemanden um. Mhm. Voll überzeugt der Mensch hier. Mhm. Ja, aber es wäre echt gut, wenn alle Fahrzeuge Licht anmachen würden. Weil ich glaube, dann sieht man das Vorfahrzeug ein bisschen besser durch den scheiß Nebel. Was für ein Nebel? Sand? Bist du Fahrzeug 1? Nö, Fahrzeug 2. Ich habe da hart den Nebel. Also hier hart die Staubwolke, die der LKW und die das Fahrzeug 2 hinter sich herziehen. Ach, ich sollte die Handbremse losmachen. Hä? Das ist kein Nebel, das ist einfach Flüssigmetall, was ich verdammt. Das war es fest, dann war es flüssig, dann war es dann. Ich schwieg da gerade irgendwie. Jungs, ihr könnt jetzt erstmal pinkeln gehen, so wie Jason gesagt hat. Also auf Wiedersehen. Hart vaporisierte Bremsscheiben. Ach Gott. Und sonst so. Boah. Wir schon ein bisschen gerade eine Mofe gehabt in dem Kaff da, ne? Ja. Da möchte ich nicht wohnen. Du warst noch nicht auf Maldiven, mein Bruder. Also, wenn du am Puff gehst, glaub mal, er ist gefährlicher. Ja, ich hätte mir eigentlich vorhin fast gewünscht, dass wir nicht so fies auf der Straße stehen, sondern einfach drumherum irgendwie versuchen zu fahren. Ja, es hat sich einfach so ergeben. Also, mein drumherum fahren. So ein LKW durch irgendwelche Nebenstraßen ist auch immer blöd und diese Explosionen waren zum Teil, die habt ihr vielleicht nicht gesehen, die waren zum Teil wirklich verdammt groß.
Ja. Also da hättest du mit einfach auf der anderen Straßenseite fahren, hätte nicht gereicht. Ja, deswegen halt irgendwie andere Straßen fahren. Du hast doch vorher bei Jura! Ja, aber jetzt mal weiß ich, genau diese Straßen hier zu patrouillieren, das ist halt... Verdammt. Alter. Ah, ja. Ich hätte mir das auch gewünscht. Wir sind hier im Talibanesenland. Wir bestimmen weder Ort noch Zeitpunkt der Gefechte. Noch schlimmer. So. Gut. Also, wir haben Betty, unseren neuen LKW. Marschordnung bleibt die gleiche. Ja. Gut. Zur Info, bei der neuen Strecke sei wohl ziemlich verlassen. Wenig Aktivität, aber sie wissen aktuell nicht, was da vorgeht. Also Augen aufhalten. Wenig los ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, ich hab's ja schon mal gefecht, habt ihr in den Dingern. Ja. Erinnere ich mich noch dran. Das ist auch nicht mein erstes Jahr. Ja. Kenn mich aus. Kennst du von dem Postkarten, den man geschickt hat? Mikrofon muted. Aber ja, das der LKW, der. Ich weiß nicht, was da los ist. Oder sonst was. Ansonsten geht's jetzt weiter. Ich hab irgendwo in den Auto. Und ich hoffe, alle haben ihre Wasserflasche aufgefüllt. Ach, schlecht. Ich hab irgendwo in den Autotank reingepieselt. Eugene, du hast ein bisschen Seitenlage. Microphone activated. Fahrzeug 2 eingereiht und abgesperrt. Check, so verstanden. Fahrzeug 4 ebenso. Dann lass mal wieder der LKW zwischen uns rein, dass du wieder null Sicht hast. Yep. Fahrzeug 4, könnt ihr ein paar Meter zurücksetzen, dass der LKW dazwischen passt? Merci, ein Träumchen. Ich dachte, er wird vorne eingereiht, deswegen. Fahrzeug 3? Das Fahrzeug 3 ist doch der LKW da vorne, oder? Ja, Michi? Michi ist kurz pinkeln. Achso, check, so verstanden. Ich hätte jetzt die zwei vorderen fahren gelassen und dann dass der LKW gleich rausfährt und wir hinten ran. Weißt du, wie ich mein? Ja, eben. Deswegen war ich da so dicht aufgefahren, weil ich dachte, der LKW ist da vorne. Es ist so wie halt vorhin auch. Ja, aber die Logik. Ja, wir können ja auch jetzt Platz lassen, damit auf garantiert Platz ist. Ja, richtig. Weil wir sind ja ein Zug. Der Zug fährt am Bau auf Gleisen. Mit Züge. Ja. 200 Schuss an ein Magaziner, viel Spaß. Wie viel Magazin hast du? 1. Oh, okay. Ja, das ist ja bad. Eins schon eingelegt und eins als Reserve. Okay, das heißt insgesamt hast du 400 Schuss. Richtig. Also da muss jeder Schuss treffen. Ja, dann kannst du ja 400 Leute mit umbringen, ne? Richtig. Also 400 Leute in einer Reihe. Eher so gestreut, glaube ich. Ansonsten wird's schwierig. Also ja. In Dreierrotten irgendwie hintereinander gereiht. Dann ist glaube ich am einfachsten. Dann hätte ich lieber ein GMG. Ja, Mit HI. LKW bereit, ihr könnt. Check, so verstanden. Fahrzeug 1 rollt. Hör ich von links einen Heli? Fahrzeug 2 rollt. Ja, der Blackhawk. Wobbelt der jetzt schon wieder so? Fahrzeug 4 ist eben so los. Kolonne fährt. Check, so verstanden. Will man langsam. LKW musst du schauen.
scharf. Wie verstehst du, warum das Swagger nicht imstande ist, zu funken? LKW, musst du kurz Vollbremsung machen, weil hier gerade welche selbstmordgefährdet waren. Wir schließen wieder auf. Check, so verstanden. Ja, wir hatten gerade eben das gleiche Problem. Du meinst der Dreier oder was? Fahrzeug 1 rollt wieder. Ja, ich musste gerade wirklich voll in der Eisen gehen, sonst hätte ich gerade zwei Leute einfach mal so umgemäht. Ich weiß ja nicht, wer Fahrer ist und wer Schütze ist. Ja, ich funk ja auch nicht, du funkst für mich. Ja, aber da muss ich... Fahrzeug 1 links ab.